Jo Leute, willkommen zum nächsten Angeschaut des Spellworld Cards Origins. Es ist dieses Mal und ich hoffe, dass die Lautstärke jetzt nicht allzu viel drüber ist, weil wir dieses Mal ein wenig lauter den Hintergrund hören als sonst immer. Gut wie ich bin ich natürlich vorbereitet und kann euch sagen, das Spiel ist von One Up Plus Entertainment und kostet 4,99 Euro. Ist rausgekommen am 6. Juni, also schon ein bisschen her, selbst für mich. Das sind jetzt sogar 11 Tage für mich, also wir haben heute den 17. Ich weiß noch nicht, wann das Ding hier rauskommt, aber irgendwann im Laufe des Monats. Dementsprechend gucken wir doch mal rein. Cool ist natürlich, dass wir hier keinen Sound haben. Decades before the Demon War with Karim Port haben was growing state full of life and bravery. Yet a darkness before the land. Ja, okay, gut. Böses Übel. Und jetzt müssen die Abenteurer den verkloppen. Ich wollte gerade sagen, wenn mir das jetzt nicht erklärt wird, dann drehe ich aber durch hier. Priest. Using a guy and strange equipment. Based hero more often than not. Ach so. Ah, okay, cool. Natürlich gibt es noch andere. Mönch? Ja, natürlich. Ich werde wahrscheinlich Ranger. Weil das ist so... Keine Ahnung, bei Rollenspielen ist das halt meins. Ninja. Druide. Bade. Ne, Necromancer! Ist only... bleib doch mal länger da offen, aber... Also normalerweise würde ich jetzt den Ranger nehmen, weil Ranger ist halt so, keine Ahnung, das Ding, was ich halt immer nehme. Aber ich muss sagen, Necromancer, ich habe in Diablo 2 habe ich mit dem Necromancer angefangen, ich habe bei Grand Phantasia mit dem Necromancer angefangen, ich habe in Skyrim mit dem Necromancer angefangen, wobei da habe ich eigentlich ein, ach wie heißen die Echsenviecher denn? Ja, so ein Echsenviech habe ich damals angefangen und das ist total in die Hose gegangen. Das habe ich dann auch nach 6 Stunden irgendwie weggeschmissen. Aber das war auch mein erster Necromancer, deswegen ich werde, glaube ich, mit dem Necromancer gehen. Mensch, the most common folk in the land, they often wander between passes and visit. Ja, okay, bla 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 bla. Skill most. Knowledge, especially in the ways of magic, ja. Demon Spawn. Talents. The will. The heat. Come among the most. Most avoid contact with the children of demons. Das wird halt passen, würde ich sagen, oder? Wobei ich halt echt so verleitet bin, so irgendwas wie. Sowas komplett Trolliges zu nehmen, wie so ein Ork halt. Ja, das wäre einfach total reingetrollt halt. Dragonborn, born into both physical and mentally gifted. The sons and daughters of dragons don't often socialize with others. Ja komm, wir nehmen hier die Dämonentuse Path of Darkness. Okay. Jawohl, Path of Light dazu, ey, mit einem Dämonenkind und Necromancer und ich nehme Path of Light, das wäre super, oder? Stoic and then these protectors of order and light base and power and divine worship. Ja komm, wir nehmen das klassische Feierabend. So, Start. Choose an area to explore, each one is different. Forest. Ja, komm.
fangen wir doch einfach mal an damit. Ah, okay. Sehr schön. Welcome to battle, young adventurer. Cards in your hands can be played or discarded by dragging them up or down. Playing a card costs action points or mana points as indicated on the card. Discard a card regains one action point. Reduce enemy action by one. Increase soul by one. Deal and heal 3 HP. Okay. 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 When you run out of cards in your deck, your discard pile is shuffled back into it. Defeat the enemy by reducing their hit points to zero. Tap and hold on anything to read its description. Don't forget, you may discard a card to regain one action point. Ah, okay. Brauche ich nicht. Haha. Okay. Was sind denn meine Soul Charges? Das hier? Aha, okay. Wieso habe ich nicht genug Action Points? Wo sehe ich die denn? Sind das. Ah, okay, das sind sie. Equipment. Nee, brauche ich alles nicht. Ha! Okay. Bringt mir ja eh nichts, weil der hat ja noch den Schild. So. Jetzt habe ich schon mal zwei Seelen. Ich könnte den jetzt besiegen, ne? Dann machen wir das doch einfach mal. Help me. Okay. Was ist das denn? Ah, 4 Gold. Dann machen wir mal das. Mein Zug. Das bringt mir gar nichts. Erstmal einen auf die Fresse hauen. Oh, Moment. Dann weg damit. Und dann das. Das war easy. Hauen wir den mal auf die Nase. Auf die Nase. End my turn. Okay. Ja, machen wir mal das. Ich hatte schon befürchtet. Ja, weg mit dir. So.
Level 2. Okay, maximaler HP plus 5. Ein Mana mehr, ein Card drawn per turn, 2 HP als Demon Spawn und ein Mana als Demon Spawn. Das heißt, insgesamt kriege ich 7 Mana dazu. Ach, 7 HP dazu und 2 MP. Die Persol. Nee, das ist doof. Tier 1 and Tier 1, when you cast a black spell, draw this card. Gain extra card per turn and consume. Apply it immediately. Nehmen wir das. Welcome. Upgrade cards for free. Nee. Bitte diese hier. So, und jetzt kostet das Geld. Schnappen wir uns mal den. Okay. Und wir beenden den Zug. Physical Damage. Gut. Moment, wir können das beenden. Weg. Erledigt. Ha! Easy. How may I serve you? Okay, remove cards. Kostet. Wieso sollte ich das tun? Warum sollte ich das tun? Ich habe bis jetzt noch keine Ahnung. Okay. Ich würde sagen, greifen wir an. Und beenden mal den Zug. Okay. Warum habe ich keine Aktion? Das finde ich schon wieder doof. Weg damit. Dich da ein. Was ist das? Okay. Zack. Moment. Beenden wir mal den Zug. Zieht mir ständig meine scheiß Aktion ab. So, das heißt, die runter, die rauf. Ja, ich weiß. Stimmt ja, da war ja was. Geh drauf. Aha.
Kein Random Event. Ja, okay, komm. At the end of every turn, gain 3 block. Exhaust. Remove card from play till end of battle. For each charge on this effect, reduce physical damage suffered till reaches 0. Okay, remove card from play till end of battle. Okay. Okay. Das heißt, how may I serve you? Also, das ist total. Ach so, Moment, ich kann das so machen. Ha! Okay. Die Frage ist, brauche ich das? Ich glaube eigentlich nicht. Go. So. Weg. Und schon mal den ersten Angriff durch. Warum kann der denn schon 2 Aktionen bringen pro Runde? Das finde ich voll unfair. Erstmal das. Und dann das. Und dann End of Turn. Ja, ist jetzt mal gut. Okay. Weg damit. So, und jetzt kriege ich jede Runde kriege ich 3 Block, richtig? Das habe ich doch richtig verstanden, oder? Ich glaube ja. Ja. Ich habe schon wieder keine Aktion, weil der Penner mir ständig meine Aktion klaut. Okay. Ich habe 3. Du kannst weg, weil ich krieg sowieso mehr als genug immer. Mana auffüllen. Den weg. Den spielen. End of turn. Mhm. Warum hat er eigentlich jede Runde Frost? So. Moment. Hier. Schluck ich dich. Haha. So sieht's aus. Wieder 5 HP. 1 Mana, 2 HP, 1 Mana, das heißt insgesamt 7 und 2. Increase necrotic damage dealt by 1. Okay. And consume applied immediately. Okay. Das ist ein schwarzer Zauber. Also mit anderen Worten, der würde mir helfen, das Ding rauszukriegen. Aber ich muss sagen, ich nehme das hier. Welcome. Ja, Tag auch. So, konfirmieren wir das mal. Und dann gehen wir. Was ist das denn? Begin your next force was ready to use.
Okay. So. Das sind 10 Karten. Ich würde sagen. Ja, der ist eigentlich inzwischen nur noch dafür da. Leave. Kann ich nicht. Ah ja, okay. Ich muss daraus trinken, damit das weggeht. Orc Warrior. Rush and kill. Und das war's. Ja. Aha. So. End of turn. Okay, der macht ein bisschen mehr Damage als ich. Jawohl, damit das. Dann bist du nämlich sinnlos. Warte mal, wir haben 5. Ja, das müsste tot sein, ne? Ha! 6! Mann, oh Mann, oh Mann. Welcome. Bitte. Ja, nee. Aber es ist halt ein schwarzer Zauber. Shuffle 2 Skeletons into your decks. When drawn, deals 2 necrotic damage and consume it. Weg mit dir. Okay. Und das habe ich jetzt gerade erst gesehen, dass ich das wegpacken kann. Okay. Auf geht's. Leider zählt das nicht mehr. Blocken. Nee, noch kein Damage dealen. Erstmal. Erstmal abwarten. Das Ding, wichtig. Das Ding weg, das Ding raus. Und dann End of Turn. So. Jo, ist ja kein Problem. Was ist das hier eigentlich? Permanent Fire Damage Tank. Deswegen kann der mir gerade nichts anhaben, ne? Oh, ich krieg 15% weniger Erfahrung. Each time a minion is drawn by either player, increase soul charges by 1. Cool. Das ist echt praktisch. So. Zack. Und. Ach, weil wir es können. Das. End. Genau darauf habe ich gehofft. Was ist denn Inflamme? Okay. Das bringt dir aber nicht allzu viel. Das bringt nur ein Damage mehr. So, als erstes dich. Dann schmeißen wir dich weg. Dann holen wir uns mal unser Leben wieder. Und dann nuckeln wir dich aus. Das ist schon stark. Oh, eine Action per Turn mehr. Jawoll. Das ist halt auch extrem stark. Ich
Ich würde sogar sagen, das ist so stark. Das nehme ich. Go, go, get it. If you have no more lives than the enemy, deal another 3 necro. Boah! Das ist so eine Comeback-Karte. At the beginning of your turn, draw one card and suffer one physical damage. Nehmen wir den. Die andere will ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Kann ich so viele, wie ich Bock habe? Also als nächstes, wenn ich dann dazu komme, ist hier Simple Strike weg. Und der Block wird auch drauf gehen. Weil ich denke mal, dass diese ganzen hier Soul-Dinger und Necrotic-Dinger werden so das sein, wo ich am besten mit klarkommen werde. So. My turn. Gib mal bitte das. Was ist das denn? Ich wollte gerade sagen, das ist. Ich habe doch nur die andere Karte gespielt. Ja, machen wir das. Machen wir das. Und machen wir das. Okay. Eins. Zwei. Eine abschmeißen. Und drain. End of turn. Haha! Sehr schön. Mhm. Der ist tot. Erledigt. So. Random Event. Da gehen wir doch mal. Does nothing when played? Vergiss es, auf gar keinen Fall, warum soll ich das nehmen? Oh, Welcome. Ja, Tag auch, shit. Okay. I bow to no magic. Okay, ja, ja, Dich hätte ich gern. Und dich hätte ich gern. Und dann enden wir mal den Zug. Einmal Magie bitte. Das ist meine erste Aktion. Das ist ein Zauber, der ist schon mal praktisch. Gut, das war nämlich klar, dass ich den dann wieder kriege. So, und jetzt ist die Frage. Jetzt das Mana raushauen? Oder schon mal mehr Damage raushauen. Ich würde sagen, mehr Damage. Perfekt. Das bringt dir nichts. So. Gib mir mal das. Gib mir mal eine Aktion. Gib mir mal mehr Mana.
Und ich habe 8, also müsstest du down sein. My fight is finished. Jo. Gute Nacht. Das war sogar relativ easy, wenn ich ehrlich bin. Discard up to 2 cards at random from the enemy. Oh, das ist praktisch. If you do, shuffle 2 lost soul cards into the enemy's deck. When drawn, reduce actions by 1 and suffer 2. Oh, this is permanently. Nee, das ist doof, finde ich. Permanently remove, das ist doof für mich. Mana Inkantation. Dann nehmen wir die, würde ich sagen. Choose an area to explore. Each one is different. Ah, gehen wir mal durchs Tal. Find the truth. Okay. Fangen wir mit dem Random Imp. A Mischious Imp offers you a deal. Take some gold and leave. Or double it and suffer an experiment. Also in Erfahrung. Ne, Moment. Oder ich kriege einen auf die Fresse. Ich möchte gerne einen auf die Fresse kriegen. Weil, ich sag mal so, mein ganzes Deck hat die Möglichkeit, mich zu heilen. Aber von daher ist das nicht ganz so tragisch, wenn ich böse Karte. Wer spielt so böse Karten auch? So, bitte. Dann einmal dich. Dann einmal dich. Dann end mein Turn. Ja, okay. Gut, ich deal sowieso keinen Physical Damage, außer mit den Dingern. Und die kommen eh weg. Dich. 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 Down. Easy. Easy peasy. So. Morg Gigante. Ich fange mal mit dem Random an. Lose 2 Mana. Draw a card. Okay. Jesus, warum sollte ich die Scheiße nehmen? On your journey, you discover only too late an ambush awaiting you. If you have keen vision, you may avoid this fight. Fight or fight? Toll. Ich habe die Möglichkeit zwischen Fight und Fight. Ist ja super. Was spielt der denn? Gut. Natürlich sagt man mir das nicht. Ja, ich habe ja eh gerade eine gewisse Schwäche. Und so kriege ich das Ding auch direkt wieder. Das ist Mana-Barriere. Reduce up to 2 damage. You receive for each point of mana remaining until your next turn. Okay, also einmal das. Achso, stimmt, der hat mich ja. Der hat mich ja kalt erwischt damit. Das heißt, du gehst einmal raus. Ich gerne einmal das. Einmal das. Ende des Zugs. Weg damit. Ja, ja, komm. Erzähl mal keinen Scheiß hier. Jotun.
Weg damit, das weiß ich jetzt schon. Dich brauche ich. Weil dann kann ich dich spielen und dich spielen. Achso, okay. Ja, dann in Turn. Okay. Enemy plate. Shuffle deep lurker into the wind. Okay, das ist böse, das Viech. Okay. Toll, danke. Stimmt. Da war ja was. Ich bräuchte Mana. Dann würde ich mal sagen, verliere ich das wahrscheinlich. Also, erst dich. Dann dich. Aber es bringt mir alles nichts, weil das hier müsste dieses komische Viech sein. Ah. Das ist ja wurscht. Du bist tot. Oh, du bist tot! Du bist tot! Vergiss es mal ganz schnell wieder. Gott im Himmel, ey. So, Morg Gigante. So, ich muss irgendwie mich mal heilen. Das heißt, als erstes fangen wir damit an. Dann können wir nämlich dich spielen. Dich auf jeden Fall spielen. Und Block. Ich brauche auf jeden Fall jetzt erstmal Schutz. Glück gehabt, dass er nichts hatte, um dagegen anzukommen. So, was konnte die nochmal? Ja, okay. Das bringt aber im Moment. So, das bringt mir das erstmal im Moment. Das. Ja, voll, minus 1. Das ist alles, was er zustande kriegt. Ich könnte versuchen, mich an dem hochzuheilen. Bitteschön. Hier, bitteschön. Danke. End of turn. Warum? Okay, ist tot. Warum hat er sich jetzt selbst angegriffen? Das habe ich jetzt nicht verstanden, was das für ein Effekt war. Hier. Welcome. Ja. Ich weiß, ich bin einer deiner besten Kunden hier. Ist mir schon klar. Boah, dann kostet er aber 6 Mal. Das ist doof. Das ist echt doof. Machen wir mal das. Und ich würde sagen, dich können wir. Oh, Moment. Ich habe nicht genug Gold. So, weg damit erstmal. Magma klingt doch gut. Dich.
Dich. Dich. Ach verdammt, ich hätte erst das hier machen sollen. So. Da ich's kann. Aha. Danke, dass ich nochmal dran komme. So. Und wahrscheinlich hätte ich das andere machen sollen. Okay. So, Moment. Hier. Weg damit. Und also ich kann es beenden, ist mir durchaus bewusst. Einfach den hier schmeißen, dann ist Ende. Aber ich muss irgendwie gucken, dass ich mich geheilt kriege. Scheiße, ich bin tot. Aha. Ja, Special Edition Card for defeating bosses. You can view them in the progress menu. Okay. 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 Ein neuer Held, toll. Das heißt, man fängt immer wieder von ganz vorne an. Das ist doof. Das finde ich gemein. Okay, okay, was nehmen wir denn? Ich hätte gerne eigentlich irgendwie was nehmen wir denn? Komm, wir nehmen den Ranger. Und dann nehmen wir dann machen wir das und machen wir mal so. Wir nehmen einen Waldläufer-Ork, Halborg. Und der geht natürlich in Forest. Seek Knowledge. Random Event. Das Nothing in Play. Naja, ist okay. Ich weiß nicht, irgendwas muss es ja bringen. Irgendwas muss es ja bringen. Stimmt, ich hätte die Fähigkeit mal nutzen können. So. Permanent. Each turn put an arrow card into your hand for each charge up to 4, then reduce charges to 0. Permanent. Discarding a card heals you 2 HP. Oh, das ist praktisch. Vor allem, der hat direkt 2 Aktionen. Arrows deal +1 damage. So. Okay. Klatsch. Klatsch. Und das, wofür das wahrscheinlich da ist, ist das hier. Verpiss dich. Okay. Das war sogar ziemlich easy. A Wandering Wisp offers you a deal. Gain 1 card, draw each turn and lose 1 action. Do you take? Auf gar keinen Fall. Bitteschön. Und
Ja, gut, ich habe ja sonst keine andere Wahl. Lost Child. 1, 2. Danke. Das habe ich jetzt abgeworfen, nur um mich zu heilen. Nee. This turn applies one poison. Also das ist dann dauerhaft, oder was? Okay. Ich weiß nicht, ich benutze im Moment nicht so viel. Moment, ich verliere einen Mana. Das heißt, ich kriege ja gar keinen Mana dazu. Oh, das ist scheiße. Das ist echt kacke. Okay, dann nehmen wir das. Erst einmal das. Dich können wir schon mal abschmeißen. Shortbow. Die schmeißen wir ab. Ende des Zugs. Das hat jetzt was gebracht. Okay, for each charge up to 4, then reduce charges. Each charge. Okay, also 4 kann ich maximal haben. Zack. Achso, Moment, ich komme auch nicht an ihm dran vorbei. Das heißt. Ganze Town. Mir wurscht. So. Das heißt. Einmal die Docker. Warum habe ich eigentlich keine bekommen? Das wüsste ich gerne mal. Zack. Zack. End of turn. Okay. Macht ja sowieso am meisten Sinn, das so zu machen. Welcome. Tag auch. Okay. Ob das deckt? Gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Ich bin eher so derjenige, der every turn deals damage to enemy. Okay. Ich kann es mir sowieso nicht leisten. Nee, eigentlich. Wobei.
Im Endeffekt ist das eine Karte für 2 Mana und eine Handkarte. Also für 2 Mana heile ich mich um 2. Weil ich ziehe eine Karte und kann die zur Not sogar direkt abschmeißen. Und dann heile ich mich um 2. Und damit habe ich das dann auch wieder draußen. Nee, komm. Lass es mal. Gib ihm. Und end my turn. So. Jetzt die Frage. Each turn suffer poison damage equal to of charges down on the effect, then reduce the charge. Okay. Ich würde sagen, das. Aber Moment, dafür habe ich nicht genug. 2, dann geht er runter auf 1. Enter. Ende. Ganz einfach mit Gift. Das war überraschend einfach. Welcome. Okay. Ich kann das sogar wirklich upgraden, dass das Ding was kann. Hätte ich nicht mitgerechnet, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ja, klar, logisch. Ordinats Gold. Ein Mist. Ja, komm, gib. Oh, Merchi. Dann gebe mir keine Merchi. Das Nothing went blight. Was war das denn? Shuffle 2 Poison Wines into the enemy deck. When drawn, suffer 2 Poison Damage and consume it. Oh, Kacke. Okay. Erstmal das. Dann kann ich das sogar schon machen, weil ich habe schon mehr als 2 Schaden. 1. 2. Und ich habe vergessen, dass sie ein Schild hat. Das könnte doof sein. Und ich noch keinen Longbow hatte. Oh, verdammt. Longbow! Dodge! Natürlich ziehe ich dann die Wines! Sehr klar, warum auch irgendwas Sinnvolles ziehen? Scheiße. So. Dann gib ihm. Ach komm, leck mir doch die Füße, ey. Okay. So, das heißt, erstmal heilen. Und dann nochmal heilen. Und jetzt entern. Gott im Himmel, ey. Ein Glück ist die jetzt hinüber. Die müsste irgendwie. Ja. Weg. Weg.
Feedback. Jawohl. Sehr schön. Gott im Himmel, ey. Was ein Mistviech. So. Nein, was soll ich denn damit? Until next turn, no physical damage suffered is non-physical damage suffered is reduced by 2. Einmal, also ich verliere, also ich krieg nie Mana. Ich krieg kein Mana dazu. Also brauche ich eigentlich auch kein Mana hier irgendwie großartig benutzen. Also Zauber sind für mich absoluter Bullshit. Nehmen wir die. Gehen wir und verkloppen den Ork. So. Sehr schön. Lost Child. Okay, kann man machen. Das bringt mir ja sowieso alles nichts. Deswegen beende ich den Zug. Ja, okay, cool. Kann man machen. So. Einmal. Zweimal. Das dürfte jetzt ordentlich wehtun. Und gib ihm. Sicher, sicher. Nicht, dass der nachher irgendeine Karte hat, ey, ich kann die spielen, wenn ich Giftschaden kriegen würde und verhindere es dann. Das wäre irgendwie doof. Ja, das ist das Einzige, was mir was bringt. Welcome. Ja, Tag auch. Die bringen mir nichts, also kann ich da eigentlich weg. Ältesten Biest. Machen wir. Zack. Zack. Ich weiß, ich habe jetzt drüber gemacht, aber was soll ich machen? Ich hatte halt die Möglichkeit. Und demnach nutzen wir die auch, würde ich sagen. Das schmeißen wir weg. Verflucht. Aber ich kann die Dings schon mal adden. Die Gift. So, und dann. Schmeiß mal weg. Alter, 12 Defense, ey. Wie soll ich den denn besiegen, wenn der so scheiße viel Verteidigung hat? Okay. Habe ich keine Chance. Ich muss hoffen, dass der irgendwann mal keine Verteidigung. Ja. Dass der irgendwann mal keine Verteidigung hat. So. Das Sinnvollste ist einfach das, ne? Eins. Zwei.
Den weg. Den spielen. Den weg. Den spielen. Und gib ihm. Was ist das denn? Okay. Boah. Das ist die dritte Stufe, ne? Weg. Spielen. Ja, macht schon mal ein bisschen Damage. Und weg. Das ist sehr schön. Ende meines Zugs. Bums! Kaputt. Sehr schön. Ach, Moment, wir haben ja sowieso einen Shrine. Confirm. Ah. Confirm. Und die ist einfach Schwachsinn. Also, die brauche ich nicht. Training Ground. How can I help you? Tofus cost free. Fusen. Was fuse ich denn jetzt? Was kann die denn dann? Add 3 Chargers. Aber Moment, das ist ein Longbow und das ist ein Shortbow. Aha. Also er macht dann. Kriegt dann beide Effekte oder was? Und wenn ich die beiden nehme, dann kriege ich Shortbow. Dann möchte ich aber lieber, dass ich den vorher upgrade. Okay. Oh, ich kann das mit dem Poison Coating machen. Das wird, glaube ich, sogar praktisch. End of turn. Shortbow. Ich glaube, das hat der gar nicht, aber. Weil ich gerade sowieso nichts machen kann, schmeiße ich die ab und mach das. Kommt der da drüber? Das könnte ich mir sogar gut vorstellen. Aber was willst du machen? Sorry doch. Kommt der drüber? So, das schmeißen wir erstmal weg. Die spielen wir aus. Und dann 1, 2, 3. So. Theoretisch. Zack. End turn. Potion of Wisdom.
So. Das hat's vollgebracht, ne? Dann würde ich sagen. Weg mit dem. Jawoll. Toll, danke. Das ist ein Spell, der bringt mir gar nichts. It's two charges. Achso, das ist der Shortbow. Stimmt, ich wollte das damit und damit. Ja, kann ich ja eh nicht. So. Welcome. Ja, danke. Choose your cards, drawn each turn by one. Ich würde sagen, das hier. Und dann machen wir den mal weg. How may I serve you? Indem du mir die hier rausnimmst. Die brauche ich sowieso nicht. So, weg. Oh, Treasure. Nehmen wir. Increase Poison Damage your deal by one. Random Event. Welche removed wird von meinem Deck? Dann die hier. Drecksding. Run, shooty things, run. So, zack. 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 Oh. Pack. Du und du erstmal. Haha. So, dann dich. Und wir schießen schon mal auf dich. So. Wunderbar. Stimmt, ich kann damit gar nichts anfangen. Ich habe ja gar keinen Mana. Ich habe ja null Mana. Bringt mir gar nichts, das Ding. Shit. Kriegen wir das hin? Ja, ich denke schon. So, dann schmeißen wir die weg. Schmeißen wir die weg? Ja klar, logisch. Schmeißen wir die weg. 1, 2, 3, 4. Achso, brauche ich einen. Ups, ich hätte vielleicht mal gucken können. So, aber ich komme ja eh Level up, also von daher. Ich hasse es, dass ich keinen scheiß Mana kriege. Das ist doch kacke, ey. So, ob da was anderes kommt, wenn ich das nehme? Ja, komm, ich nehme das jetzt. So, Swamp. Find the truth. Na komm, ein bisschen können wir noch. Erstmal zum Merchant gehen. Die da unten sind sowieso falsch.
Play an attack card, deal 2 physical damage exhaust. Ja, Knopf halten. Apply burn. Equal to number of charges on a. Okay. Also ein schlechterer, schlechteres Gift im Endeffekt. Gut. Dann kannst du weg. Aha. Appears to do nothing. Okay. Dann mach mal nix. Das ist ein Longbow. Das ist ein Shortbow. Und das ist ein End of Turn. Okay. So. Den schmeißen wir ab. Werfen wir ab. Einmal Dodge. Einmal Shortbow. Das Child geht einmal. Und dann machen wir das. Machen wir das. 1, 2, 3. Wenn ich das jetzt richtig habe, müsste er damit genau passend tot sein. Und das habe ich richtig. Natürlich habe ich das richtig. Hier, okay. Bringt mir aber nichts, weil ich vor allem auch keine 8 habe. Dich nehme ich. Ja, komm, was soll der Geiz? Denk. Jo. Danke. So. Schon mal direkt weg. Zack, zack, zack. Warum habe ich das schon wieder gemacht? Viel zu schnell wieder gemacht. Hat mich ja nichts gekostet. Zack. Zack. Das bringt mir alles nichts. Also im Endeffekt das End of Turn. Na, ja, greif an. Mir egal. So, wenn ich jetzt aber 1. Moment, nee, ist Blödsinn. Das ist Blödsinn, was ich da jetzt machen wollte. Und entturn. So. Toll. Weg. Diesmal brauche ich nämlich wirklich die Aktion. Du kannst weg. Und 1, 2. Sehr schön. Okay.
Ja, gut. 1, 2, 3, 4. End of turn. So, reduce physical damage you deal on 3 until next turn. Ja gut, dann Shortbow, Dodge. Zwei hätte ich sogar noch. Aber jetzt machen wir es so und so. End of turn. Aha. Hat er mir gerade meinen Bogen aus der Hand geschlagen? Drecksack. Warum auch immer ich jetzt gerade zwei Mana hatte. Warum hat er jetzt ein Ach so, ja, klar, wegen dem hier. Und dann den. Das war wieder ziemlich einfach. Hobgoblin, Warlock. Ja. Erstmal eine Karte ziehen. Auch eine Karte ziehen. Shortbow. Und ja, restocken wir. Und jetzt 1, 2, 3. Wunderbar. Alter, 12. Sonst noch Wünsche? 12 Verteidigung, ey. Keine Ahnung, was die macht. Wahrscheinlich erst, wenn ich sie upgrade. Ja, machen wir das. Kann ich die nämlich abschmeißen und die abschmeißen. Das dürfte reichen, um das Viech ganz gemütlich zu killen. So, gehen wir zum Blacksmith. Yeah. You are invulnerable to damage until your next turn. Das ist Consume, ne? So, das heißt. Muss ich gucken. Aber das werde ich alleine weiter gucken, weil wir spielen jetzt schon eine ganze Weile und ich muss sagen, das Spiel ist eigentlich ganz witzig. Ja, es macht wirklich Laune. Man muss sagen, es erfindet hier nicht wirklich was neu, aber dafür, dass ich am Anfang gedacht habe, boah, das könnte was werden, das kann aber auch absolut Kacke werden, muss ich sagen, bin ich echt überrascht, weil, echt, man kann die überspringen. Weil, wie gesagt, es macht echt Laune. Ich nutze die Fähigkeiten hier unten halt auch zu selten. Es ist leicht reinzukommen, muss man ehrlich sagen. Es ist
vielleicht komplexer als jetzt das, was man bis jetzt gesehen hat. Aber man muss sagen, ich finde, es sollte zumindest ein bisschen genauer darauf eingegangen werden, was für Fähigkeiten man nachher hat. Ich hätte zum Beispiel gerne gewusst, dass ich mit dem Halborg überhaupt kein, mit der Kombination überhaupt kein Mana bekomme. Weil so gar nicht. Ich kriege ja wirklich Zero. Nada. Niente. Nothing. Und das hätte ich halt gerne vorher gewusst, bevor ich hier auf die Reise gegangen bin. Klar, da kann man sagen, ja, hey, ist bei anderen Sachen ist es ja auch so, dass du einfach reingeschmissen wirst und gesagt wird, ja, sieh mal zu, wie du das machst. Hier finde ich allerdings, gerade weil es halt so ein Strategiespiel ist, sollte man da vorher genau gesagt bekommen, das und das sind die Vorteile, das und das sind die Nachteile. Und nicht nur, ja, du lernst langsamer die Magie, ja, das habe ich gelesen. Aber da bin ich davon ausgegangen, ja gut, der kriegt halt von sich aus keinen Mana dazu oder so. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass der sogar ein Minus kriegt, also ein Malus drauf. Ich muss sagen, für das Geld bin ich hier absolut nicht enttäuscht worden. Und es, wie gesagt, es ist echt gut geworden, das Spiel. Es macht echt Spaß und da werde ich bestimmt auch noch so die eine oder andere Runde durchzocken. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei einem Angeschaut. Haut's da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.